Mittwoch, immer um 18 Uhr, immer direkt vor dem Kanzleramt. Denn Merkel muss weg. Daran führt kein Weg vorbei. Herzlich willkommen bei Vor Ort aktuell, heute am Mittwoch, dem 10. April. Wir sind auch wieder mit dabei, und zwar hier direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin und Sie damit auch. Ja, und bevor es losgeht mit dem Merkel muss weg Mittwoch, dauert es noch einige Minuten und bis dahin schauen wir uns doch mal an, was es Neues beim 2DF gibt, dem ehemaligen ZDF, ihr Programm. Da sind nämlich eine Ansagerin wieder aufgetaucht. Schauen Sie mal selbst, was die dort angesagt hat. Guten Abend, liebe deutsche Zuschauer. Ich möchte Sie nun mit unserem heutigen Sendeschema vertraut machen. Freuen Sie sich auf... Tja, soweit das Neueste beim 2DF, ehemals ZDF, ihr Programm. Ja, es war in der letzten Woche einiges weitere noch los und da werfen wir auch noch mal einen Blick drauf. Und zwar... Am letzten Woche Samstag, am 6. April, war in Offenburg in Baden-Württemberg die Eröffnung des Europawahlkampfs der AfD und dort mit Jörg Meuthen. Und so hat er dort die Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßt. Sehen Sie mal selbst. Ja, vielen herzlichen Dank zunächst für den warmherzigen Empfang. Meine sehr geehrten Damen und Herren, hochverehrte Andersgeschlechtliche, ja, wir sind sehr korrekt bei der AfD. Werte Medienvertreter, und weil wir ein ganz großes Herz haben, selbstverständlich auch liebe anwesende V-Leute. Wir wissen ja nicht, wo die sitzen. Wir sind nur immer sicher, die sind da. Ja? Heute ist der Tag, an dem wir unseren Wahlkampf für die Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai aufnehmen. Endlich, möchte ich sagen. Ja, das war doch eine interessante Begrüßung der Zuschauerinnen und Zuschauer von Jörg Meuthen in Offenburg letzte Woche Samstag. Ja, und diese Woche am Montag, am 8. April, ging es ja dann schon weiter in Mailand bei der Pressekonferenz mit Matteo Salvini, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten von Italien, und dort waren auch weitere Personen aus Dänemark und auch aus Finnland mit dabei. Und das von Jörg Meuthen hören wir uns mal an, was er dort auf der Pressekonferenz in Mailand gesagt hat. Wir sind danach wieder zurück. Bis gleich. Und jetzt der Jörg Meuthen von der Alternative für Deutschland. Sie haben das Wort. So, ja, funktioniert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst mit einem herzlichen Dank an Matteo Salvini und sein Team für die tadellose Organisation der heutigen Pressekonferenz hier in Mailand beginnen. Hier geschieht heute etwas Wichtiges für die Europapolitik der nächsten Jahre. Und es ist mir eine Freude und eine Ehre für meine Partei, die Alternative für Deutschland, hier und heute dabei zu sein. Dieser heutige Termin ist der Startschuss für etwas Neues. Und dieser Startschuss, lassen Sie mich das sagen, kommt nicht aus dem Nichts. Er ist das Resultat sehr vieler und sehr guter Gespräche vernünftiger politischer Menschen aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den vergangenen Monaten. Das inkludiert übrigens auch etliche ausgezeichnete Vertreter von Parteien, die heute hier noch nicht anwesend sind, sich uns aber schon bald anschließen werden. Mit Matteo Salvini von der italienischen Lega, mit Anders Vistisen von der dänischen Volkspartei, Olli Kotro von der Finnsparty und mit mir von der Alternative für Deutschland sehen Sie hier vier Vertreter europäischer Parteien vor sich.
die heute die Initialzündung für die Bildung einer neuen Fraktion im Europäischen Parlament nach den Europawahlen am 26. Mai auf den Weg bringen. Diese Fraktion wird den schönen Namen Europäische Allianz der Menschen und Nationen oder auf Englisch European Alliance of People and Nations, im Kürzel also EAPN, tragen. Wir erklären heute hier vor Ihren Augen die klare Absicht der Gründung dieser neuen Fraktion direkt nach den Wahlen Ende Mai. In der Zusammensetzung des heutigen Podiums war es uns allen gemeinsam wichtig, erstens dieses Zeichen für ein neues politisches Projekt nun auch bereits öffentlich zu machen. Zweitens sehen Sie an dieser Zusammensetzung, dass mit den hier anwesenden Parteien Vertreter aus allen drei bisherigen rechtskonservativen Fraktionen im derzeitigen Europäischen Parlament zugegen sind. Die Finnspartei und die Dansk Volksparti gehören der derzeitigen ECR-Fraktion im Europäischen Parlament an. Die Lega der ENF-Fraktion und ich als Vertreter der AfD bin derzeit Mitglied der EFDD-Fraktion. Von dieser Zusammensetzung geht insoweit ganz bewusst das Signal aus, dass die rechtskonservativen, patriotischen Kräfte in der Union von der festen Absicht getragen sind, künftig im Europäischen Parlament nicht zersplittert, sondern geeint aufzutreten. Und zwar nicht zum Selbstzweck, sondern um EU-Politik endlich kraftvoll ganz anders zu gestalten, als es die dort leider immer noch maßgeblichen Kräfte der derzeitigen Mehrheitsfraktionen zum Schaden der Menschen Europas Tag für Tag praktizieren. Matteo hat ja schon sehr schön deutlich gemacht, was wir in dieser Gruppe anders machen wollen. Wir wollen die Europäische Union an Haupt und Gliedern reformieren, aber wir wollen sie nicht zerstören. Wir wollen eine durchaus radikale Bürokratie in Brüssel und Straßburg. Wir wollen beispielsweise auch einen vitalen und kraftvollen Schutz der Außengrenzen der Union. Wir wollen die illegale Migration in die EU hinein auf null reduzieren. Einreisen soll künftig nur noch dürfen und können, wer sich außerhalb der Grenzen der EU unsere Erlaubnis dafür zuvor eingeholt hat. Wenn wir unser Europa der Vielfalt, der reichen Kulturen und seines überaus reichen Erbes erhalten wollen, und ich betone, das wollen wir in aller Entschlossenheit, dann werden wir eine Festung Europa bilden müssen, in die wir nur hineinlassen, wen wir hineinzulassen bereit sind. Wenn Frau Merkel und ihresgleichen den Menschen erzählen, das ginge nicht, dann sagen wir, doch, das geht. Man muss es nur entschlossen wollen und diese Entschlossenheit dann auch in politisches Handeln umsetzen. Matteo Salvini und die Lega zeigen uns derzeit exemplarisch, wie das geht. Und dass man dazu auch bereit sein muss, Zurückweisungen an den Außengrenzen und Rückbringung an die Ausgangsorte durchzusetzen. Wenn sich erst einmal herumgesprochen hat, dass es keinen Weg der illegalen Einreise in die EU über das Meer mehr gibt, dann wird auch niemand mehr auf dieser durch kriminelle Schlepper unterstützten Reise den grausamen Tod im Meer sterben. Weil erst gar niemand mehr in See sticht, um das zu versuchen. So haben es die Australier exemplarisch mit ihrer No-Way-Politik vorgemacht und so müssen wir es auch handhaben. Wir schulden als gewählte Politiker unserer Länder zunächst den Menschen unserer Länder Sicherheit und Schutz vor Kriminalität, ebenso wie elementaren Schutz vor sozialer Armut. Wenn wir das geleistet haben, und das müssen wir erst einmal schaffen, können wir uns darüber hinaus auch um den Schutz einer für die Menschen der Mitgliedstaaten der Union verkraftbaren Anzahl weiterer Menschen in Not annehmen. Aber erst dann. Die Priorität muss klar sein, Vorrang für den Schutz des und der eigenen. Geschätzte Medienvertreter, gehen Sie davon aus, dass in den nächsten Tagen einiges geschehen wird und verfolgen Sie das mit. Wir vier legen hier heute den Grundstein für die Bildung dieses neuen Hauses. In den nächsten Wochen werden etliche künftige Bewohner dieses neuen Hauses hinzustoßen, indem sie die Absichtserklärung ebenfalls unterzeichnen, und sie werden dann mit daran bauen. Es soll und es wird ein Haus mit mindestens einem guten Dutzend Bewohnern in Gestalt von Parteien aus vielen Staaten der Europäischen Union werden, vermutlich noch mehr, denn dieses Haus wird ein sehr attraktives für vernünftige Parteien sein. Für den 18.05., ich bleibe im Bild des Hauses, planen wir ein großes Richtfest mit allen künftigen Bewohnern. Direkt nach der Europawahl bekommt das EAPN-Haus dann sein Dach und pünktlich zur Eröffnung des neuen Plenums am 2. Juli wird es bewohnt und erfüllt mit Leben sein. Willkommen in diesem Haus sind uns alle Parteien,
für die Attribute wie konservativ, freiheitlich, patriotisch mehr sind als leere Worthülsen, sondern die diese Begriffe als ihre echte und wahre politische Grundausrichtung betrachten. Und das sind viele. Nicht willkommen sind uns Sozialisten, Kommunisten, Ökofaschisten und Extremisten, und zwar aus dem linken wie aus dem rechten Lager. Meine Damen und Herren, meine Herren, lieber Matteo, lieber Anders, lieber Olli, es wird der Alternative für Deutschland und auch mir ganz persönlich eine Freude und Verpflichtung sein, die volle künftige Arbeitskraft unserer neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments in dieses Projekt einzubringen. Ich freue mich auf diese neue Zeit. Dankeschön. Ja, soweit der Ausschnitt von Montag von der Pressekonferenz mit Jörg Meuthen in Mailand bei Matteo Salvini. Jetzt noch gleich hinterher der Handschlag von allen vier beteiligten Vertretern, die ja demnächst denn eine neue Fraktion im EU-Parlament bilden werden. Und weitere schließen sich dann auch noch an. Das schauen wir uns auch noch kurz an. Und dann geht es aber auch wirklich los. Der Merkel muss weg Mittwoch. Die 108. Veranstaltung direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Bis gleich. Greetings from this is Angela Merkel. Scusate che anticipo, se no rimango blocca mi travollo. Ja, soweit der Handschlag in Mailand. Auf Herrn Lindner. Hey, doch da. Du hast den Zettel. Wenn du mal eine Pause brauchst, dann hast du. Ja, herzlich willkommen zur Merkel muss weg Mittwoch direkt aus Berlin. Schön, dass Sie auch Sie wieder mit dabei sind. Bitte teilen Sie die Live-Übertragung. Dafür vielen Dank. Ja, damit herzlich willkommen zu Merkel muss weg Mittwoch. Wir sind wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt heute zum 108. Mal. Und ich darf alle Mitstreiter wieder begrüßen und darf auch schöne Grüße von Franz Wiese ausrichten. Der ist nämlich heute nicht da, aber ich bin heute mal in der Vertretung. Letzte Woche und diese Woche, seitdem wir das letzte Mal hier waren, ist ja einiges passiert. Speziell in dem Gebäude hinter uns. Am Freitag war ja zu Gast Obama. Und vorgestern und kurz vor 12 Uhr mittags war zu Gast die britische Premierministerin Frau May. Da hatte Frau Merkel was Grünes angehabt und heute war sie ja auch im Bundestag. Da war dort wieder Befragung der Bundesregierung. Heute hatte sie einen schicken blauen Blazer angehabt. Ja, vermutlich. Und momentan ist sie aber nicht im Kanzleramt, denn sie ist weitergefahren heute direkt zum Sondergipfel nach Brüssel, wo nochmal das Thema ist, Austritt Englands aus der EU. Denn es wurde ja noch weiter verschoben, nicht mehr 12. April, nun voraussichtlich erst am 30. Juni. Und am Freitag letzte Woche war ja auch noch einiges Interessantes gewesen. Zum Beispiel eine Veranstaltung in Schöneiche. Und da ist er auch schon, wie der Franz immer sagt, Herr Grätz, der hat doch bestimmt noch was dazu zu sagen.
paar Worte, ich möchte euch aber auch nicht langweilen. Ja, also der Erfolg, denke ich mal, war sichtbar. Die Bürger waren ca. 200 Menschen dort auf der Straße vom Rathaus in Schöneiche. Die protestierten sehr deutlich gegen die Abfassung ihres Geldes aus ihrem Privatvermögen durch die Kommune, durch das Land Brandenburg. Es geht hier, um nur mal kurz einen Abriss zu geben, um den Sandstraßenausbau, die Kommune zulasten der Bürger praktiziert, bereits umsetzt und in den nächsten 4 bis 5 Jahren mit den restlichen Straßen auch erledigt haben will. Das heißt, 90% der Baukosten bezahlen die Bürger. Das ist immer so zwischen 10, 12, manchmal auch 20.000 und ganz manchmal auch 30.000. Also die Bürger sind mehr als erfreut, besser gesagt das Gegenteil. Der Protest war sehr deutlich und dank der Unterstützung von Herrn Wiese, den ich hier leider in Abwesenheit nochmal ausdrücklichen Dank sagen möchte. Keiner mehr da, doch. Auch der Technik zur Verfügung gestellt von Mario und dem Filmemacher, der neben mir steht. Aber sehr ordentlichen Dank dazu. Das Video ist bei YouTube einzusehen, ist mehr als eindrucksvoll und ich muss sagen, deutlich erkennt man, dass hier ein Profi an der Arbeit war. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte auf dem Wege aber auch noch mal ganz kurz, was ich letztens schon getan habe, den Gunthard Lessig grüßen, der uns zuschaut, der im fernen Hessen lebt und intensiv überlegt, wie er hier die Menschenansammlung aufstocken kann, weil er findet es leidlich, dass hier nur 20 Menschen protestieren. Ich sage immer, es wären demnächst 1000, aber daran glaubt er nicht so ganz. Wir müssten also hier und in ganz Berlin viel mehr Werbung machen, vielleicht auch mit Brandenburg zusammenarbeiten, was eigentlich auf der Tagesordnung liegen könnte. Ich frage mich, warum eigentlich nicht. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Genau, ganz genau so ist es. Man sollte vielleicht mal, da es ja mehrere Zusammenarbeit jetzt gibt mit Herrn Pasterski und auch Andreas Kalwitz mit der AfD Berlin, bei der AfD Berlin eine Anzeige schalten. Jeden Mittwoch, 18 Uhr, direkt vor dem Bundeskanzleramt. Der Merkel muss weg Mittwoch. Ja, wir hatten auch einen Tag später, denn nochmal zurückzukommen auf letzte Woche Samstag, war ja Tag der offenen Tür in Brandenburg. Und Franz Wiese hatte ja Besuch gehabt von den netten Damen, die hier vorne in der ersten Reihe stehen. Habt ihr davon noch was zu erzählen? Wie war es denn? Hat es euch gefallen? Also im Allgemeinen hat es uns sehr gefallen, aber die Leute, die da gearbeitet haben, ich bin davon ausgegangen, dass das ein Eurojobber sind, weil keiner wusste, wo die AfD ist, keiner wusste, wo der Saal stattfindet für einen Bürgerdialog, niemand wusste etwas. Und der eine hat mir so ja gesagt, AfD gibt es hier gar nicht im Haus. Ja. Dann habe ich ihn gefragt, ob er seinen Job gleich verlieren will und dann wurde er etwas freundlicher, aber dann kam nachher so ein Langer an, der dann gemerkt hat, dass ich ein bisschen sauer bin. Und der hat uns dann gesagt, Feierabend. Das ist ja nicht schön. Aber vermutlich ist das auch der Sicherheitsservice, der dort immer eingesetzt wird, nur an diesem Tag und der sich dann nicht auskennt. Aber was sollte man mal weitergeben an Frau Stark, die Landtagspräsidentin, dass auch dieser Sicherheitsservice denn mal weiß, wo die einzelnen Parteien sind. Weil mir ist das auch aufgefallen, ich war dort vor Ort und da waren etliche Leute, die gefragt haben, wo geht es denn zu einzelnen Fraktionen und die wussten dann in der Tat keine Antwort. Erste Mal in Brandenburg im Landtag gewesen? Ja, war das erste Mal, aber mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Genau, so geht es mir auch. Ich gehe auch wieder hin. Ja, sehr schön. Ist, glaube ich, immer leider recht selten. Ich glaube, alle 2 Jahre müsste man öfter machen. Aber es sollen auch diesmal nicht so viele gewesen sein. Es sollen dort nur um die 3.400 Besucher an dem Tag gewesen sein. Weniger als das letzte Mal. Aber eine spannende Sache, gerade wenn man dort mal die einzelnen Leute oder auch die Abgeordneten kennenlernen kann. Und das ist ganz interessant und war ja auch sehr schön an dem Tag. Wen habt ihr alles getroffen? Ich komme jetzt nicht auf Namen. Außer Franz Wiese? Ja, fallen mir keine Namen ein. Aber gesehen haben wir schon welche. Ja, da hinten.
Jens war ja auch da. Na denn mal ran. Wer wurde noch alles gesichtet im Landtag? Nein, doch die Abgeordneten. Genau, die Abgeordneten. Ich kenne sie nicht alle. Aber ich hatte schon eine gesehen. Ja. An dem Tag war ja auch einige von der AfD da, ich glaube Andreas Kalbitz war dabei und auch später kam ja dann Franz Wiese, der einen Bürgerdialog gemacht hat und auch weitere, man konnte zum Beispiel auch Lena Ducken kennenlernen, die dort Kandidatin ist auf Listenplatz 7. Auch mal ein interessantes Gespräch. Ja, warum sind wir hier? Merkel muss weg. Auf geht's! Merkel muss weg! 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 Aber schnell. Schnell raus. Vor 3 Jahren. Ja, ansonsten war ja auch nach dem Samstag einiges weitere noch los. Wer hatte das mitbekommen? Am Montag ging es ja dann weiter mit Herrn Meuthen und Matteo Salvini in Mailand, der hat die Pressekonferenz. Ja, dort ging es nämlich speziell darum, dass demnächst, ich habe hier einen Zettel, die Fraktionen ja zusammengehen und eine neue Fraktion gründen im EU-Parlament. Genau. Und zwar zusammen mit Matteo Salvini von der Lega, denn mit Jörg Meuthen von der Alternative für Deutschland und der EFDD, denn war noch drin eine Vertreter aus Dänemark von der Dänsk Volkspartei und von den Finnen auch noch ein Vertreter, die an diesem Tag sich sozusagen schon geeinigt haben, dort eine gemeinsame Fraktion nach der Europawahl zu machen. Ja, und ansonsten gab es denn weiteres noch hier in Berlin, heute wie gesagt die Besprechung, Befragung der Bundeskanzlerin im Bundestag, denn dort ist ja diese Woche die zweite Woche Plenarwoche und ja, da ging es auch wieder hoch her. Und Frau Merkel, wie gesagt, heute nicht hier, sie fährt weiter nach Brüssel. Ja, ich habe schon einen Termin mal durchzugeben, und zwar Zukunft Heimat macht auch wieder eine Veranstaltung am 1. Mai, wieder vor dem Blechenkarree. Das ist auch wieder interessant, dort einfach mal hinzugehen und mitzumachen, denn bei Christoph Berndt ist es immer spannend. Der war ja auch jetzt bei Pegida Dresden gewesen am Montag und hat auch dort nochmal eindeutig gesagt, dass er hat appelliert, auf die Straße zu gehen und dort mitzumachen, weil es ganz wichtig ist, Gesicht zu zeigen. Das, was wir hier ja schon zum 108. Mal machen. Eure Ideen sind hässlich! Unsere Ideen sind interessant! Ja, da komme ich nochmal drauf zu sprechen. Stichwort Ideen. Am Montag, wie gesagt, bei Pegida Dresden war zu Gast Christoph Berndt und der hat dort zusammen mal mit Lutz Bachmann 28 Punkte aufgeführt, dort wo es darum ging, das Wahlprogramm der Grünen mal unter die Lupe zu nehmen. Und da ist einiger Irrsinn dabei rausgekommen und selbst Herr Meuthen hat ja am Samstag gesagt, wenn man sich das durchliest und diese Partei dennoch wählt, ist man reif für die Geschlossene, kann man sich eigentlich nur anschließen. Das stimmt. Die Schaukel zu dicht an der Wand. Ja, auch an Alexander Gauland hatte sich noch geäußert beim Wahlkampfauftakt in Offenburg in Baden-Württemberg. Er sagte dort,
dass wir die Europawahlen nicht geringschätzen sollen. Und wer für Freiheit und Demokratie in Europa sich einsetzt, der muss AfD wählen. Ganz eindeutig. Genau. Ja, auch geredet hat neben Guido Reil und Jörg Meuthen auch noch Guido Reil. Und er sagte, Merkel sollte sich entschuldigen. Die AfD ist die letzte Chance für Deutschland und Europa. Und Guido Reil möchte im EU-Parlament künftig die Interessen Deutschlands sowie der Heimat, seiner Heimat des Ruhrgebiets vertreten. Der Wahlkampfauftritt zur Europawahl in Offenburg nutzte er daher zu einem Rundumschlag gegen die EU und die Bundesregierung. Ja, und er war ja gestern auch zu Gast bei Markus Lanz zusammen mit Herrn Kühnert von der SPD. Und ja, es war ein ganz interessantes Gespräch. Vielleicht hat das ja jemand von euch gesehen gehabt. Genau, zu spät. Herr Lanz hat ja immer vorbereitete Fragen, wo man denn in die Irre geschickt wird, ein bisschen. Ja, ansonsten war auch letzte Woche noch Frau Haarder-Kühnel von der AfD-Bundestagsfraktion, die ja leider nicht gewählt worden ist, beim dritten Mal schon, als Vizepräsidentin des Bundestages. Und dann gibt es diese Woche noch eine Neunominierung. Und zwar ist das Herr Otten, genau, und zwar ist das ein bayerischer Bundestagsabgeordneter von der AfD und der wird jetzt am Donnerstag, dem 11. April ab 14.20 Uhr als Wahlvorschlag antreten. Insgesamt sind 355 Stimmen notwendig. Mal sehen, ob es denn diesmal klappt. Denn Frau Kühnel hatte von 665 abgegebenen Stimmen 199 Ja-Stimmen, 423 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Und das zieht sich dadurch immer noch in die Länge, weil die Stelle dadurch nicht besetzt werden kann. Frau Merkel gesungen! Dankeschön! Wir singen nur für Frau Merkel. Ja, das können wir auch noch machen. Merkel muss weg! 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 Aber schnell, ganz genau. Hallo Petra, grüße dich. Zu spät kommt, muss er ausgehen. Ja, Sie sehen auch heute ist hier wieder einiges Lustiges los vor Ort. Und Sie sind wieder mit dabei. Bedenken Sie dran, teilen. Damit wir eine höhere Reichweite erreichen. Vielen Dank dazu. Ich habe hier noch weitere Termine mal zum Durchgeben. Wer wohnt im Bereich der Märkisch-Oder-Zeitung, die sucht nämlich 70 Motzleser, also von der Märkisch-Oder-Zeitung, die bis zum
12. April sich melden und dann hat man dann die Möglichkeit am 30. April mit Merkel zusammen sich zu treffen und Fragen zu stellen. Und das in Schwedt an der Oder am 30. April. Alle von da. Man muss aber die Fragen vorher einreichen. So ist es. Man muss die Fragen vorher einreichen, ja, denn danach wird man erst ausgesucht. So ist es. Und ich wollte eigentlich heute die Frage stellen, ob irgendjemand eine einfache Frage für Frau Merkel irgendwie bewusst ist oder mir sagen kann, denn ich würde mich gerne bewerben wollen. Aber Herr Seibert kennt mich aus zahlreichen Schriftstücken und Schriftverkehr. Ich glaube, ich werde sowieso unter den Tisch fallen. Ja, mal sehen, wie diese Veranstaltung an dem Tag denn ausgeht und was vor allen Dingen für Fragen an Frau Merkel gestellt werden. Als weitere Veranstaltung gibt es noch am Dienstag, den 23. April, eine Veranstaltung in Velten. Dort ab 19 Uhr. Und zwar mit Andreas Kalbitz, Jörg Meuthen, Birgit Bessin und Herrn Curio, Gottfried Curio aus Berlin. Auch da lohnt es sich, wer in der Nähe ist, mal vorbeischauen in Velten am 23. April. Ja, und ich frage auch nochmal die Petra, die hat nämlich eine schöne Aufnahme gemacht. Wie war es beim Tag der offenen Tür? Ja, sehr informativ und sehr aufschlussreich und sehr schön. Und auch die Aufnahme von dir war ja hoch informativ, dort mal zu sehen, das hatten wir vorhin schon gehabt, wie das Personal denn dort mal reagiert, wenn man dort direkt vor Ort mal fragt, wo es zur AfD geht. Und zwar fast jeder, sogar der Pförtner, sogar der Pförtner. Es war schockierend. Ein Wunder, dass Deutschland. Da mal sehen, ob es nächstes Mal besser klappt. Hier gibt es eine Frage. Nein. Wo in Felsen wohnen wir? Das glaube ich, im Velten, das Kulturzentrum heißt das dort. Erstmal die Frauen schleppen. Ja, und zu der Veranstaltung mit der Märkische Oder-Zeitung fällt mir auch gerade noch was ein. Lutz Bachmann von Pegida Dresden, der war nämlich gestern persönlich mal mit seinen Bekannten, die Ines, glaube ich, mit in auf dem Flughafen BER, sind sie mal vorbeigefahren und haben sich das angeschaut. Und dort haben sie einen Spruch sich überlegt, weil Berlin möchte ja einen neuen Spruch haben. Und sie sind darauf gekommen, Berlin, wir können nicht nur Flughafen nicht. Das ist der Spruch, passt. Dann geht's ja nicht. Was fällt dir ein für einen Spruch für Berlin? Fällt mir auch nicht ein. Da fällt mir auch nicht mehr ein. Schlechter kann es nicht werden. Und lange geht's bergab. Bitte? Schon lange geht's bergab. Na, dann rot-rot-grün. Ja? Jahrelang wird an dem Flughafen rumgemerkelt. Passen Sie ganz genau. Die kriegen keinen Hoch da. Ja, gibt's sonst noch von euch mal weitere Fragen? Ich komme gerne mal durch die Reihe durch. Na, eine Frage? Nee, alles gut. Alles gut. Klausi, ich hätte eine, aber bitte ohne. Ja? Ohne. Wer kommt am Samstag mit zur österreichischen Botschaft? Tiergarten. Samstag. Was ist denn zu
Gestern konnte sich wieder der Kotzbrocken Dorffahrer Herr Gauck im Fernsehen präsentieren. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat. Ja. Braucht der nach Taschengeld? Der braucht nur Taschengeld. Ja, das reicht nicht, dass er 300.000 im Jahr bekommt, sondern er muss eben noch einen Schlag zukriegen. Na ja, mit zwei Ehefrauen ist das ja kein Problem. Ja, bei Herrn Gauck wundern einen ja auch nicht wirklich mehr viel. Aber das Schlimme ist ja alles von unseren Rundfunkgebühren. Nach der Wende. Ja. Nach der Wende. Da hat sie einen Ablauf. Zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ja, ungemerklich. Man könnte auch aussetzen. Ja, also gehört vor, ja. Ich habe noch eine interessante Information, die auf meinem Zettel stehen. Ich bin ja heute nur Vertretung für alle, die zu spät gekommen sind. Herr Wiese, nächste Woche ist er wieder da. Ich heute ausnahmsweise mal. Und zwar, wer in Berlin die Europawahl Unterlagen sich anschaut oder direkt dort im Wahllokal ist, der hat einen Stimmzettel, der insgesamt 94 cm lang ist, also fast ein Meter. Und insgesamt in Berlin treten an 40 Parteien bzw. politische Vereinigungen, die kandidieren allein in Berlin. Also das wird spannend, wenn man am 26. Mai sein Kreuzchen macht. Hoffentlich an der richtigen Stelle. In Berlin ist die AfD Listenplatz 5. Wählt also 5 ist es. Und keine Briefwahl machen. Keine Briefwahl machen als AfD-Wähler. Und wenn es geht, bei der Wahlauszählung zuschauen. Da bin ich dabei. Genau, das ist ganz toller Vorschlag. Denn Sie haben die Möglichkeit, als Bürgerinnen und Bürger direkt im Wahllokal nachzuschauen, ob die Stimmen richtig ausgezählt werden. Ja, wir haben wieder eine Besuchergruppe, die hier gerade langläuft. Und da wollen wir natürlich unsere Merkel muss weg! Genau, Merkel muss weg! 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 Seht, da gibt es gleich Unterstützung. Daumen hoch! Merkel muss weg! 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 Ein weiteres Thema war auch noch diese Woche, beziehungsweise schon seit dem Ende März. Wer hat es gehört? Wenn man jetzt in England einen neuen Pass beantragt, dann kriegt man erstens wieder einen, der das schicke Blau hat und nicht mehr das Dunkelrot. Und auch dort ist der EU-Hinweis Europäische Union nicht mehr auf den Pässen drauf. Ansonsten gab es auch noch ein weiteres Thema, und zwar der Innenminister aus Österreich, der Kickl, warnt davor, dass bereits wieder 70.000 Einwanderungswillige bereits auf dem Weg hierher sind, genau, die über die östliche Mittelmeerroute bzw. die Balkanroute wollen. Kickl bezieht sich in seinem Schreiben, was er nämlich an die EU in Brüssel geschickt hat, auf Daten von Europol. Derzeit werde demnach eine groß angelegte Wanderungsbewegung von der Türkei nach Europa vorbereitet. Zehntausende Asylbewerber befinden sich bereits in der Region. Rund 5.000 in Bosnien-Herzegowina, direkt an der EU-Grenze, und weitere 5.000 in Serbien. 60.000 Asylbewerber in Griechenland sowie etliche auch in Syrien, die nach wie vor
in Richtung Deutschland wollen. Natürlich Deutschland. Ja, natürlich. Nur hier. Ja, das kann ja nicht sein. Und Kreditkarten werden auch verschenkt. So ist es. Und Österreich sagte noch, Kickl will gegen die illegale Einwanderung vorgehen. Schön, wenn es denn auch gemacht wird. Stichwort Einwanderung, habe ich ja auch noch was stehen. Der Trump, der Präsident von den USA, war an der Grenze zu Mexiko und er hat dort auch eindeutig gesagt, auf den Punkt gebracht, genauso ist es, das Land ist voll, dreht um. So muss man das eindeutig sagen, damit die Anreize auch nicht mehr gegeben sind. Wir hast ein Flugzeug, fliegt nach Berlin. Wir haben jetzt mehr Senioren. Haut ab. Zur Ostzeit mal die Wohnung kontrollieren, ob du noch freien Wohnraum hast. Oh, ja. Hier höre ich auch gerade Thema Enteignung, der Vorschlag von den Linken und der SPD. Was sagt ihr noch dazu? Alte SED-Niveau. Das wäre der Ärgste, was wir kriegen können. Dann hätten wir ja noch eine kommunale Wohnraumlenkung. Dann wäre das ja noch geordnet. Ja, vor allem das Spannende ist ja, wer in diesen Wohnungsunternehmen sitzt teilweise. Ja. In Berlin, da gibt es ja einiges, so in Mitte oder so. Ne? Ja, interessant. Ja, ein weiteres Thema noch, Stichwort. Die Handschrift der Kinder und Jugendlichen wird immer schlechter in den Schulen. Woran könnte das wohl liegen? Handys. Weil sie heute nicht mehr mit den Fingern, mit dem Federhalter oder dem Bleistift schreiben tun, sondern nur noch mit einem Finger tippen auf ihren Computer oder auf ihr Handy. Das ist genau, genau so ist es. Und wir haben noch richtig schön Schrift gelernt. Ja. Und das wurde ja abgeschrieben. Die Schreibschrift und die Schönschrift wird ja nicht mehr gelehrt in der Schule. Kein Wunder, dass es da bergab geht. Und man vergisst ja auch dort eindeutig, was eigentlich auch die Schule dort ist. Nämlich, man soll lesen, schreiben, rechnen lernen und auch liebe, nette Freunde finden. Aber auch das wird, wenn man sich einige Lehrer dort anschaut, vergessen. Es gibt ein Wahlplakat von der CDU, ich weiß nicht in welcher Stadt. Mhm. Da geht es um Bildung, dass nur die CDU das richtig machen wird in Zukunft. Und da ist ein Globus drauf und da ist Brasilien in Südamerika auf der falschen Seite zu sehen. Tja, Papier mit Farbe, wundern mich nichts. Ja, das zeigt ja auch eindeutig, dass bei der CDU, von der alten CDU, nichts mehr übrig geblieben ist. Und ja, es hilft nur noch AfD. Noch ein Wort zur Wohnungsnot? Darf ich mal? Ja, bitte. Vielleicht noch ein Nachsatz zur Wohnungsnot. Ich war vor vielen Jahren selber in der Wohnungswirtschaft tätig, im großen Wohnungsunternehmen. Und da hieß es von der großen Politik hier in Berlin, wir verkaufen Wohnungen in Größenordnung. Investoren standen vor der Tür. Und was hat die Berliner Politik, die Größen aus der Berliner Politik gemacht? Sie haben verkauft. 150.000 Wohnungen, 200.000 Wohnungen an diverse Investoren. Und heute heißt es,
wir müssen überlegen, wie wir die Wohnungsnot wieder verhindern können, beziehungsweise letztendlich beseitigen können. Wir müssen die Mietpreissteigerungen beseitigen. Ich frage mich eigentlich, wie doof halten die uns hier für wie doof, um das nicht zu erkennen. Was vor Jahren von der Politik beschlossen wurde, heute traut sich kein Politiker mehr vors Mikrofon, um dergleichen Fragen zu beantworten. Also, selbst diese letztendlich Fernsehsendungen, die immer wieder gebracht werden, immer wieder das gleiche Thema haben, wie können wir verhindern, dass Mieter herausgesetzt werden, verschuldet letztendlich ausschließlich die Berliner Politik. Genau. Ja, genau so ist es. Und es gibt ja auch durchaus Varianten, wenn man sich mal überlegt, dass man da zum Beispiel diese 15% alle 15 Monate die Mieterhöhung dann macht. Das ist ja dann auch absolut in dem Sinne möglich, das zu stoppen. Es muss ja nicht immer, oder es reicht ja denn, wenn es zum Beispiel auch nur, wenn die Modernisierung abbezahlt ist, in das dann die Mieterhöhung auch gestoppt wird. Und ich sehe gerade, wir haben Besuch bekommen von der Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen. Ich komme da gerade aus diesem Hohen Haus und wir hatten heute Morgen auch Frau Merkel dort im Gespräch. Die Kanzlerin stellte sich da den Fragen. Aber wie es immer so ist, wenn man die Regierung befragt, man kriegt dann keine Antwort. Da wird um heißen Brei umgeredet. Wir hatten viele Themen auf der Uhr. Wir wollten eigentlich so 10 Themenblöcke haben. Wir konnten aber dann nur 5 machen, weil das, was Merkel hier verbockt, einfach so groß ist und in fast allen Bereichen wir dort Baustellen haben. Da wissen wir gar nicht, wo wir anfangen können. Und heute Morgen auch war ich im Ausschuss, bin ja auch Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft. Und die Strompreise steigen. Das ist unsozial. Wir haben in vielen Bereichen unsoziale Politik. Wohnungsnot nimmt zu, wie unser Redner heute auch im Parlament gesagt hat. Völlig klar. Wenn ich hier Millionen von fremden Menschen hole, das finde ich klar, dass für uns Deutsche dann die Wohnungssituation prekärer wird. Aber dieser Zusammenhang, der wird geleugnet, wobei der eigentlich völlig klar ist. Und jetzt werden in Erlangen zum Beispiel Obdachlose, deutsche Obdachlose auf die Straße gesetzt. Warum? Naja, um dort dann Migranten entsprechend zu berücksichtigen. Und all das ist ein unhaltbarer Zustand in unserem Land. Und ich habe da wirklich manchmal so ein bisschen das Empfinden, dass wir Deutsche hier zurückgesetzt werden, frisch zu uns kommen, neu bei uns sind und noch nicht in die Sozialsysteme eingezahlt haben, dass die also hier voll bedacht werden. Und das funktioniert nicht auf Dauer. Das weiß eigentlich auch jeder, nur sagt es keiner. Nur wir von der AfD sagen das. Genau. Und nee, deswegen finde ich es auch toll, dass ihr hier steht und darauf immer wieder aufmerksam macht. Viele trauen sich gar nicht. Und ich habe so ein bisschen manchmal das Gefühl, wir sind viel mehr, als wir denken. Und das ist manchmal auch so bei dem einen oder anderen Kollegen aus der anderen Partei, der dann auch schon mal sagt, naja, eigentlich habt ihr ja recht, aber wir dürfen nicht so, wie wir können. Naja gut, wir brauchen eben noch ein bisschen länger. Und das Wichtige ist, dass wir einfach Geduld haben und weiter hier friedlich unsere Rechte einfordern. Und dafür setzen wir uns auch im Deutschen Bundestag ein. Ja, Steffen Kotré, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Wie schaut es noch diese Woche aus? Noch einmal selber im Plenum eine Rede? Morgen habe ich auch eine Rede, da geht es um das Außenwirtschaftsgesetz, hört sich erstmal ganz abstrakt an. Aber es geht darum, dass also ausländische Staaten hier auch mit Staatsfinanzierung deutsche Mittelständler aufkaufen und dadurch Know-how Abfluss wird. Und dazu kann ich dann sprechen. Morgen allerdings, die Tagesordnung ist so voll, das wird erst nach Mitternacht sein. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, nach Mitternacht den Plenardebatten zu halten. Weil das ist nun mal leider so, das ist im Planetarischen Betrieb so. Ja, das wird morgen kommen. Da stehen noch viele andere interessante Dinge. Aber ich glaube, Sie gucken auch ab und zu mal Phoenix. Und da ist ja dann im Prinzip alles dann übertragen und da kann man sich gut ein Bild machen. Und von mir noch die Frage mit Herrn Otten. Könnte es morgen klappen als Vizepräsident? Also ich hab keine Glaskugel. Ich weiß ja auch nicht, was der Antrieb ist, der anderen Parteien uns nicht zu wählen.
weil es fällt auf sie zurück, weil das versteht ja keiner draußen. Uns steht dieser Bundestagsvizepräsidentenposition zu, aber wird uns verwehrt. Das sind dann eben juristische Probleme, die eine Rolle spielen. Aber es versteht eben draußen keiner, dass man uns diese Position nicht zugesteht. Alle anderen haben den. Wir können mit beiden leben. Also wir würden gerne einen haben, so dass es eben ganz normal, wie es ganz normal im politischen Gefüge ist. Aber wir können auch damit leben, dass die anderen uns das verwehren. Wir werden entsprechend anderweitig mit Sacharbeit überzeugen. Und dann werden die Wähler schon sehen, dass wir also die bessere Alternative sind. Genau. Ja, vielen Dank. Oh, danke. Ja, und lieber Herr Cortez, Sie sind auch noch nicht der Erste, sondern es waren schon etliche da. Und die grüßen wir auch von hier mal. Da waren ja schon auch Herr Hessenmüller, Herr Hessen-Kemper. Schöne Grüße nach Sachsen, gute Besserung noch weiterhin. Und wir hatten ja auch von Herrn Braun bis etliche andere hier schon mal vor Ort gehabt. Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, von der AfD Brandenburg. Aus Potsdam, Kreisverband Potsdam, nein. Das Kreisverband Dahme-Spreewald. Dahme-Spreewald, das ist schöne Grüße. Ja, Sie sehen, Überraschung gibt es immer wieder. Heute ein Besuch aus dem Bundestag. Und wir rufen doch mal, warum sind wir hier? Merkel muss weg! Merkel muss weg! Merkel muss weg! Aber schnell, jawohl. Was habe ich gehört? Im Tütü kommen? Naja, wir waren ja auch wärmeres Wetter schon eigentlich. Stimmt. Es ist uns kalt. Die Kugeln runter. Ja. Letzte Woche war es schon mit 18, 19 Grad erheblich wärmer und ja, man muss sich überraschen lassen, wie das Wetter noch wird. Typisches Apfelwetter, mal so. Wir können ihn ja mal grüßen, Wolfgang. Alle mal zusammen grüßen wir mal Franz Wiese. Ja! Hallo! Wir grüßen den Franz! Hoffentlich hält er durch und ist nächste Woche Mittwoch wieder hier. Natürlich ist er wieder hier! Die besten Grüße aus Berlin. Gute Besserung, falls du krank bist. Nein. Sei kräftig, trotz alledem. Nur ein anderer Termin. Nächste Woche ist er wieder da. Mit bestem Wetter. Mit bestem Wetter, genau. Und zwar wieder ab 18 Uhr hier direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin, dann bereits zum 109. Mal. Ja, wie gesagt, vorhin schon mal von mir erwähnt, 1. Mai, da muss ich den Franz noch mal fragen, sind wir hier mit dabei am 1. Mai? Wenn ja, wäre das nämlich die 111. Veranstaltung. Dann gibt es aber ein Fassbier. Bitte? Dann gibt es aber ein Fassbier. Wenn wir jetzt mal sind. Aber nur alkoholfrei, oder Petra? aber erst nach der Veranstaltung. 1. Mai können wir ruhig mal Genau, das kann man machen. Ja, und wie gesagt, am 1. Mai Zukunft Heimat wieder in Cottbus an Blechenkarree mit Christoph Berndt und etlichen Überraschungsgästen. Wie von dem Gesinne regiert der? Das war wieder der falsche Finger. Sie sehen, die Fahrradfahrer zeigen doch mitunter einiges. Als erstes die Kamera löschen. Ja. Gesinde, hau ab! Das ist der Polizei! Sie sehen, heute geht es hier zur Sache. Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus!
Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Nazis raus! Anspann! Nazis raus! Tja, die Fahrradfahrer in Berlin. Nach oben buckeln, nach unten treten. Nimm deine Tabletten, komm. Und nochmal falscher Finger. Hey, er hat ihn doch auf dem Fahrradfahrer gemacht. Aber der hat eine blaue Tür. In die geschlossene Anstalt. Geh nach Hause. Lasst euch nicht provozieren, das ist ja nur die Absicht. Du hast mich beleidigt. Er hat hier ignoriert. Wer hat hier beleidigt? Wer hat hier beleidigt? Nicht provozieren lassen. Merkel muss weg. 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 Aber schnell. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Merkel muss weg. Ja, Sie sehen, in Berlin kann es auch mal zur Sache gehen. Denken Sie daran, wir sitzen uns immer noch. Denken Sie dran. So, nicht provozieren lassen. Das möchte er ja nur. Ja, ja. Ja, und da kommt nochmal der falsche Finger nun zu. Ausländer bringen uns um, hat er gesagt. Ja, was für eine Verdummung von dem Herrn. Aber dann weiß man wohl, woher er kommt. Hier die ganze Zeit. Und dann hat sich da erklärt. Ja. Der muss ja drin sein. Er hat nur Angst vor sein Geld, ja. Er hätte sich ja auch. Er muss ja nur beweisen, dass er hier war. Genau, er braucht Beweise, dass er hier war. Das kriegt er kein. Ein Zuschauer, der heute mal hier sich zuschaut, aber jetzt auch wieder prompt weiterfahren. Aber schön, dass Sie da sind. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Kommen Sie auch gerne rüber. Trauen Sie sich. Wir haben heute keine Person. Ja, in der Tat sehe ich gerade, die Polizei ist heute nicht vor Ort. Aber das kriegen wir auch so hin. Wir zeigen weiterhin Gesicht und stehen hier Ja zu Deutschland, Nein zu Merkel. Die Statistik von 2017 zu 2018, die Gewaltkriminalität mit Migrationshintergrund. Also die neueste Statistik über die Gewaltkriminalität in Deutschland mit Migrationshintergrund ist in einem Jahr um 102% gestiegen. Das betrifft Morde, Vergewaltigungen, Messerstechereien. Und wer ist hier dafür verantwortlich? Hätte ich gerne mal gewusst. Ja, interessante Frage. Sollen wir mal Herrn Seehofer verstellen? Nein, weil der Kollege, der gerade hier war, hat gesagt, wenn die Ausländer kommen, die bringen uns alle um. Hat er gesagt. Ja, das war ja nur blödes Gequatsche. Er wird der Erste sein. Ja. Die Ausländer, die bringen uns alle um. Ja, wir sehen wieder eine Besuchergruppe, die sich dort auch hingestellt hat. Aber die traut sich auch noch nicht dichter.
13 bis 16. Denn die Möglichkeit hätte sie ja jetzt mit uns direkt ins Gespräch zu kommen nach dem Besuch des Kanzleramtes. Ja, aber eine Frage wollen Sie stellen? Ob das hier normal ist, dass Sie hier mal vorbeifahren? Sehen wir unnormal aus? Also es wurde die Frage gestellt, ob wir öfter mal hier einen falschen Finger gezeigt bekommen. Ja, das ist öfter. Von Anspucken bis Sonstiges, das ist Berlin. Wir haben aber nicht nur Gegenwind, wir haben auch neue Kultur. Weil der Wind dreht sich hier. Und lesen können sie auch nicht. Das sind Meinungsfreiheit ist nicht mehr gegeben. Es ist kurz vor 19 Uhr. Wir kommen noch mal zu unserem Lied. Achtung, die Nationalhymne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Damit dürfen wir uns verabschieden. Das war's von uns für heute. Vielen Dank wieder fürs Mitmachen an alle Beteiligten hier vor Ort. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder am 17. April, 18 Uhr, direkt vor dem Bundeskanzleramt. Wir kommen wieder, wir kommen wieder. Kommt gut. Wir kommen wieder, wir kommen wieder. Wir kommen wieder. Das garantiert. Kommt gut nach Hause, eine schöne Woche noch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Wiederschauen, Klaus. Und Dankeschön. Ja, soweit die 108. Veranstaltung. Merkel muss weg Mittwoch. Wieder direkt vor dem Bundeskanzleramt in Berlin. Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Nächste Woche geht's weiter. Und dann auch wieder mit Franz Wiese, 18 Uhr, 17. April, direkt in Berlin. Schauen Sie mal vorbei. Auf Wiederschauen und schön patriotisch bleiben.